Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück beim Path to the Draft, der 2019er Draft, also nicht der letzte, sondern der vorletzte Draft. Da sind wir ja noch mittendrin. Wir sind in Spiel Nummer 12 und zwar geht es dort um den 21. Pick, Billy Price von den Cincinnati Bengals gepickt worden. So, und dann schauen wir uns das mal an. Also momentan haben wir hier ein Unentschieden. Es steht 28 zu 28. Die Bengals haben aber den Ball, die haben einen 1. und 10 an ihrer eigenen 25-Yard-Linie. So, da geht's auch schon raus aus dem Huddle. 4 Minuten und 1 Sekunde haben wir noch zu spielen hier im letzten Quarter. Wir sollten jetzt erstmal sehen, dass wir Andy Dalton schnell wieder an die Seitenlinie setzen, aber das gelingt nicht, denn das ist ein vollständiger Pass von Dalton. Byron Jones, mein Cornerback, kann gerade noch den Tackle setzen. 2. Versuch und 3 damit für Cincinnati. So, ich bin wieder auf meinem End, auf die Marcus Lawrence. Wow, was für ein Block. Da bin ich aber komplett aus dem Spiel genommen worden. Und das ist ein vollständiger Pass und ein neues First Down für die Bengals. Die kommen hier gerade perfekt in das Spiel rein. Ja, da AJ Green und Andy Dalton, das sind die Eckpfeiler in der Offense der Bengals. Da fällt mir eigentlich nur noch Geno Atkins in der Defense ein, der da so ein bisschen für steht. Ansonsten sind die Bengals ja leider so ein kleines bisschen eine graue Maus. So, Laufversuch von Mixon, aber der ging mal komplett in die Hose. 2 Yards Raumverlust bedeuten einen 2. und 12 an der 41-Yard-Linie. So, wir nähern uns schon langsam dem 2-Minute-Warning. 2. und 12. Lauf durch die Mitte. Wieder war es Mixon. Da kann er die 2 Yards gerade mal gut machen, die er davor in dem Versuch verloren hat. Und das mündet in einem 3. und 10. Aber jetzt sind wir erstmal beim 2-Minute-Warning. Da sehen wir noch Marvin Lewis an der Seitenlinie. Mittlerweile ja, muss man sagen, der Ex-Coach der Bengals. Nach gefühlten 125.000 Jahren haben sich ja die Bengals entschlossen, einen neuen Headcoach zu holen, nachdem Marvin Lewis sich entschlossen hat, kein Headcoach mehr sein zu wollen. Also, oh, was für ein Ball! Oh, das sieht Earl Thomas aber ganz schlecht aus. Eieieiei. 1. und 10 damit für Cincinnati an der 31-Yard-Linie. Dalton hat wahnsinnig viel Zeit hinter seiner O-Line. Wieder ein Lauf. Kommt mit die Marcus Lawrence noch überhaupt nicht ins Spiel. Die Bengals jetzt in der No-Huddle-Offense. Eigentlich ein bisschen kurios, dass sie das tun. Es steht ja unentschieden. Und sie können ja Zeit von der Uhr nehmen. Jetzt haben sie einen 3. und 7. Vollständiger Pass und diesmal ein sehr schönes Tackle von Xavier Woods. Tja, das bringt uns zu einem Field-Goal-Try der Bengals. Der Ball ist an der 25-Yard-Linie. Jetzt lassen sie die Uhr komplett runterlaufen. Ich greife auch nicht ein. Ich habe ja noch 3 Auszeiten zur Verfügung. Deswegen mache ich mir von der Zeit her mal noch keine Sorge. Der Field-Goal-Versuch ist unterwegs und der ist gut. Cincinnati führt mit 31 zu 28. 47 Sekunden vor dem Ende. Willkommen in der Crunch-Time. So, Kick geht bis in die Endzone. Sanders nimmt ihn auf. Retourniert über die linke Seite. Da kommen schon die ersten Gunner. Noch kann er ausweichen. Jetzt haben sie ihn an der 27-Yard-Linie. 41 Sekunden noch auf der Uhr. Da haben wir auch schon mal besser retourniert. So, 1. Versuch heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Wir haben nicht so mehr die große Auswahl, was Spielzüge angeht, glaube ich. Ich starte mal mit dem GoDBL-Post. So, ich achte mal besonders auf Terrell Owens auf der linken Seite. Der wird von einem Cornerback direkt in der Line of Scrimmage gedeckt. Ansonsten habe ich noch meinen Tight End Jarwin als wirklichen Passempfänger. Und das ist Amari Cooper. Den hatte irgendwie gar keine mehr auf dem Schirm. Aber er hat da ganz knapp noch mit dem linken Fuß ins Ausgedrängt. Sonst glaube ich, wäre der hier schon durch gewesen. So, und schon sind wir mit einem Pass in Field Goal Range. Neues First Down. Wir sind an der 31-Yard-Linie der Bengals.
Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Jagt ein kleines bisschen auf Keyshawn Johnson auf der linken Seite. Der wird aber gedoppelt. Damit ist er raus. Aber unser Running Back, Eddie George, hatte eigentlich einen First Down. Ball ist an der 22-Yard-Linie. Ich nehme meine erste Auszeit. Wir müssen ja hier nicht in Hektik verfallen. Interessant, dass jetzt mein Offense-Coordinator hier auf Laufspiel setzt. Das ist meine Nummer. 2. und 1, aber wir, auch zweiter Versuch, wir dürfen ja in den Community-Bereich hinein. Schwein gehabt. So, wir wollen natürlich jetzt versuchen, auch den Ball in die Endzone zu wuchten. Wir nehmen mal den Wide Receiver Drive. Das heißt, wir schicken Terrell Owens von der rechten Seite aus in Motion. Ich achte auch mal auf meine beiden Titans, auf Jarwin und auf Swain. So, Owens ist unterwegs. Und der ist frei. Hat den Ball. Immer noch auf den Beinen, Terrell Owens. Und da ist er in der Endzone, weil die Bengals ihn nicht tackeln können. Touchdown Cowboys. Wir gehen mit 3 Punkten in Führung, haben jetzt aber noch den PET vor der Brust. So, der ist jetzt auch losgeschickt und der ist gut. 35-31. Wir führen mit 4 Punkten. Was bedeutet, dass den Bengals ein Field Goal mit 3 Points mal so überhaupt nichts nutzt. Sie brauchen jetzt einen Touchdown. Haben dafür aber nur noch 18 Sekunden Zeit und keine Auszeit mehr. Der Kick geht bis in die Endzone der Bengals. Wir sehen einen Return. Und der war gar nicht mal verkehrt. Endet an der 29-Yard-Linie. 13 Sekunden hat Andy Dalton noch Zeit. Und logisch, jetzt ist Hail Mary Time. Hier in Cincinnati im Jungle. Der Ball ist in der Luft. Und überworfen. Aber wirklich alle überworfen. Ohne Ausnahme. Verteidiger wie Angreifer. 2. Versuch und 10. 9 Sekunden noch auf der Uhr. Der Ball ist wieder in der Luft und diesmal ist er intercepted. Byron Jones greift zu. Turnover. Die Cowboys kommen noch einmal mit ihrer Offense aufs Feld und zwar in der 36-Yard-Linie. 4 Sekunden, das heißt noch ein Snap. Einmal werden wir jetzt in dem Fall nochmal Ezekiel Elliott, unserem Running Back, den Ball in die Hand drücken. Dann geht über die rechte Seite. Da kommt schon ein Verteidiger mit Machtset, der aber ausgetanzt wird. Elliott mit Problemen. Aber das Spiel ist aus. Wir haben die Cincinnati Bengals geschlagen und damit diese Draft Challenge auch erfolgreich absolviert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.